Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein Freiland-Video zum Thema Manifestieren ist gleich Entscheiden. Manifestieren und Entscheiden ist genau das Gleiche. Das, wofür du dich unweigerlich, unwiderruflich, sonnenklar entscheidest, wird deines sein, wenn du davon ausgehst, dass du jetzt schon die Person bist, die in dieser Realität lebt. Hier könnte ich eigentlich schon Schluss machen mit dem Video, weil es ist das Einzige, worum es geht beim Manifestieren, dass du dich als die Person anerkennst, die schon in ihrer Manifestationsvorstellung lebt. Und warum ist es so schwer? Weil wir 1000 Bedingungen und 1000 Gründe haben, die dem entgegenstehen, in unserem Kopf, als Geschichten, als Zusammenhänge, als Rückschlüsse. Und eine der krassen Ansichten, auf die ich heute speziell eingehen möchte, ist, ich darf nicht so stur sein. Ich darf nicht so stur sein, ich darf nicht so beharrlich sein. Sturheit und Beharrlichkeit ist abstoßend. Sture Menschen sind abstoßend, beharrliche Menschen sind abstoßend. Was für ein Glaubenskonzept in unserer Gesellschaft, das ganz, ganz klar absolut schnelle, sofortige Manifestation verhindert. Weil du dir nicht die Beharrlichkeit, die Sturheit erlaubst, die es braucht, um deinen Seinszustand in der neuen Realität zu etablieren und zu verfestigen. Und diese Überzeugung, dass es nicht in Ordnung ist, so stur und so beharrlich sein, führt dazu, dass dir im Außen gezeigt wird, dass du es nicht gut machst, dass es nicht in Ordnung ist, dass du ein sturer Bock bist, dass du nicht Einfühlungsvermögen zeigst, dass du keine anderen Perspektiven offen lässt. Aber jetzt überleg dir, wie kannst du es dir erlauben, als Master Manifestor, Manifestorin, andere Perspektiven zuzulassen, als die, die du dir wünschst? Das geht doch nicht, wenn du Meister bist und weißt, wie das Prinzip der Manifestation funktioniert. Da kannst du dich doch nicht mit Ansichten aufhalten, die dir sagen, es ist nicht in Ordnung, stur zu sein. Es ist nicht in Ordnung, auf sein Ergebnis zu bestehen, es glasklar und knallhart zu erwarten. Und es ist nicht in Ordnung, die Person zu sein, die glasklar in ihrem erfüllten Wunsch steht. Siehst du, wie das hier immer wieder läuft zwischen Divine Design? Natürlich, ich bin wertvoll, mir steht alles zu. Alles, was ich entscheide, habe ich jetzt schon. Kreation ist abgeschlossen. Alles, was es braucht, ist, dass ich in der Realität bleibe, in der Identität bleibe, bis die Sachen sich zeigen. Und dann kommen solche Geschichten von außen. Es ist nicht weiblich. Es ist nicht weiblich, so stur, starr und beharrlich zu sein. Diese ganzen Fehlansichten kommen daher, dass wir glauben, dass Sturheit und Starrheit und Beharrlichkeit verteidigt werden muss im Außen. Und da liegt schon mal der allergrößte Fehler drin, dass wir tatsächlich glauben, dass das im Außen dokumentiert und verteidigt werden muss. Und dann mache ich das auch. Und wenn ich es dokumentiere und verteidige, meine Beharrlichkeit, meine Entscheidung, meine Manifestation, was ist dann los? Dann zweifle ich. Dann zweifle ich. Das sind meine Zweifel, die mir im Außen wiedergespiegelt werden, dass das, was ich will, tatsächlich kommen kann oder kommen wird, mir zusteht. Meins ist jetzt schon gar. Weil wenn es deins ist jetzt schon gar, diskutierst du mit niemandem darüber. Da rechtfertigst du dich nicht. Da relativierst du nichts. Da sagst du einfach für dich selber, legst du fest, dass es deine Realität ist. Und ab diesem Moment gehst du durchs Leben
wie eine Person, die in dieser von dir festgelegten Realität lebt. Und weil es euch so glücklich macht, gehe ich jetzt hier mal auf Beispiel SP ein. Wenn du stur und starr auf deinen SP beharrst, dann ist es dein Mann. Es ist dein Mann. Aber dann bist du auch seine Frau. Und zwar seine Frau in der Version, wo du dich absolut wohlfühlst und wo er dich auch knallhart genial findet. Als diese Frau, diese erfüllte Frau, die jetzt schon in ihrer Erfüllung lebt und einen Mann an ihrer Seite hat, der sie in ihrer Erfüllung bestätigt. In jedem Wunsch, den sie hat, bestätigt. Sagt, ja Schatz, das ist toll. Du bist toll. Das ist wunderbar. Ja, das will ich machen. Das machen wir zusammen. Wie lebt so eine Frau? Die diskutiert doch nicht mit ihren Freundinnen im Zeug rum, ob das jetzt ihr Mann ist oder nicht. Sie legt fest, das ist mein Mann, das ist mein idealer Mann, das ist der perfekte Mann. Und dann fühlt sie in ihrem Inneren diese Liebe, diese Liebesbeziehung. Dann ist sie in Liebe. Und nicht, weil der Mann irgendwas macht oder nichts macht, sich sogar nicht meldet oder sogar Ghosting macht. Das ist scheißegal. Du hast festgelegt, wer du bist. Du hast festgelegt, wie du lebst. Und so ist es. Und wenn es so ist, bist du doch niemand, der mit seinen Freundinnen rumdiskutiert, ob das dein Mann ist oder nicht. Ob der zu dir passt, ob der richtig ist, ob der gut ist. Logisch ist er gut. Er ist der Beste. Er ist der Perfekteste. Und so trägst du dich und deine emotionale Welt in diesen Seinszustand und diesen Gefühlszustand. Und dann ist das so. Und wenn Dinge so sind, dann gibt es nichts zu diskutieren. Und du siehst, ich habe eine Sonnenbrille an, weil hier die Sonne scheint. Was gibt es zu diskutieren? Es scheint die Sonne. Ich ziehe eine Sonnenbrille an. Darüber ist nichts zu diskutieren. Das ist so. Und genauso felsenfest überzeugt bist du von den Dingen, die du manifestieren willst. Und dieses Gefühl in dir, dieser Überzeugung, dieses Seins, dieses No matter what, das bin ich. Ich bin die. Und der Mann sieht die in mir. Logisch. Und der will genau die, die ich in mir sehe, will er auch sehen und die liebt er. Und wir sind in Liebe. Und das ist dieses Zauberwort. Und da ist die Liebe. Aber die ist bedingungslos, weil sie die Erfüllung ist. Und das musst du verstehen. Und das musst du leben. Und du musst diesen sturen Kopf haben, dieses sture Wissen, wie ich jetzt weiß, dass die Sonne mir ins Gesicht scheint. Da kann niemand kommen und mir sagen, die Sonne scheint dir nicht ins Gesicht. Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Da gibt es doch nichts zu diskutieren. Und wenn ich das so sicher weiß, dann diskutiere ich das auch mit nichts und niemandem. Und das ist deine Haltung. Das ist deine Identität. Und wenn dir dann irgendeiner sagt, ja, das geht nicht, das kannst du nicht, du bist stur, dann sind das nur deine eigenen Zweifel. Dann ist das, dass du selber glaubst, irgendwas ist nicht in Ordnung an der Sache, die du festgelegt hast, die du entschieden hast, die du manifestiert hast. Und manifestieren heißt nur, aus der unendlichen möglichen Energie einen Zustand für dich zu bestimmen. Eine Wahrnehmung für dich zu bestimmen. Ein Lebensstil für dich zu bestimmen. Und zu guter Letzt eine Identität für dich zu bestimmen. Und die ist nun mal vielfältig. Aber das Prinzip ist das gleiche und das ist das Einzige, was garantiert ist. Und genau so habe ich es gemacht. Und genau deswegen ist mein SP in Love mit mir und ich mit ihm, weil ich es so gemacht habe. Und weil es egal war, was im Außen war. Ich habe nicht die Meinung gegeben, dass diese Sache, die ich haben will und die ich liebe,
die ich liebe, nicht für mich ist. Jede Sache, die du liebst, ist für dich, aber du musst dir halt erlauben, sie zu lieben. No matter what, egal was. Und genau darum geht's. Das ist das Training, das du tun musst. Und es gibt nichts, was dir anders helfen kann. Kein anderer Coach, keine andere Möglichkeit, keine andere Therapie, keine andere Meditation, keine andere nix. Es ist ein Prinzip. Und auf dieses Prinzip kannst du dich verlassen. Die Frage ist nur, verlässt du dich darauf? Nein, oft zweifelst du. Und genau aus diesem Grund sind wir zusammen in der Wir sind Divine Design Community, dass wir uns immer wieder auf diesen Pfad holen. Und diese absolute, hundertprozentige Überzeugung, die ich in mir trage, weil ich dieses Prinzip keine Sekunde lang anzweifle, sondern immer wieder mich verändere, damit sich das Außen verändert und meine Sicherheit in mir liegt, trage ich diese Sicherheit in jeden Raum, in dem ich bin. Und der kleinste Raum ist nun mal unsere Community. Tritt ein, bis zum 6. Januar hast du noch einen Spezialpreis. Danach sind es 270 plus Mehrwertsteuer für 3 Monate. Deine Mitgliedschaft kannst du dann immer wieder verlängern, respektive wenn du sie nicht kündigst, wird sie sich automatisch verlängern. Ja, und für die von euch, die sagen, okay, ich muss da jetzt echt tief einsteigen. Ich bin jetzt wirklich die, die Lust hat, ihr ganzes Leben nach den Sachen auszurichten und zu manifestieren, die sie haben will. Und ich bin auch bereit, diese Identity, diese erfüllte Identity jetzt an den Tag zu legen. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und aus einem Lippenbekenntnis eine Identität zu machen. Dann bist du richtig in Rising Up. Da geht es um dein Business, aber dein Business bist du. Und du kannst kein erfolgreiches Business haben mit einer halb oder weniger erfolgreichen Persönlichkeit. Energetisch unmöglich. Genau darum geht's, dass du dich hier wirklich etablierst, in deinem Seinszustand, deine Sicherheit in dir findest und erkennst, dass da draußen die Dinge so sind, wie du sie siehst. Deine Vorstellungskraft ist Gott. Und Gott liebt, was er sich vorstellt. Du auch? Oder hast du Angst, dass die Dinge nicht kommen, die du dir vorstellst und wünschst? Genau da liegt die Krux. Die Brücke zwischen dem Sein und dem Nichtsein ist das Wissen und das Vertrauen in dein Sein. Wow, sehr interessant, wo das jetzt wohl wieder herkommt. Ich freue mich, dich hier auf meinem Kanal zu haben. Bitte like, kommentiere und teile meine Videos. Wenn wir 4000 Abonnenten haben, übrigens, verlose ich wieder 1:1 Gespräch oder Gespräche. Lass dich überraschen. Meistens gibt es mehr, als dass ich verspreche. Und wir sehen uns im nächsten Video.